Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Age of Mythology. Ja, es ist soweit, wir spielen jetzt endlich die Titans-Erweiterung. Es ist eine Weile her, ich hoffe, ich kriege die Steuerung noch hin. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch alles. Apropos, Moment. Entschuldigung, Ton kommt gleich wieder. So. Ton ist da. Ja. Wir sind zurück und wir spielen jetzt einfach mal den Prolog. Kronos, der Altvordere, beobachtet die Atlanta beim Wiederaufbau. Los geht's. Zehn Jahre nach der Zerstörung von Atlantis. Fleißig, fleißig, nicht wahr? Wie töricht, sich in Sicherheit zu wähnen, als ob ein paar Tore mich aufhalten könnten. Mich, der ich immer noch hier bin. Nun, sie sind halt vergesslich. Selbst ihre Götter sind zerstreut. Zeus hat vergessen, wen er alles in Tartarus verbannt hat. Es wird Zeit, dass wir seinem Gedächtnis nachhelfen. Geh, tu, wie dir befohlen wurde. Bereite den Weg für die Titanen. Oh. Wir können nicht hierbleiben. Wir haben nicht genügend Feuer und Bauholz. Auf den Feldern wächst nichts. Und die Wilden werden jeden Tag kühner. Die Götter haben uns verlassen. Wir wären besser mit Atlantis untergegangen. Wir müssen fort von hier. Was ist hier los? Zeno, hatte ich dir nicht verboten, die Leute aufzustacheln? Schon gut, Offizier. Er hat recht, wir müssen fort. Wie denn, Krios? Wir haben keine Schiffe und in der Nähe gibt es keinen besseren Ort. Gestern Nacht haben mir die Götter im Traum einen verlassenen Tempel gezeigt. Wir müssen ihn finden, um diesen Ort verlassen zu können. Stellen Sie eine Armee aus mindestens 5 Mumillionen auf. So, Yuji? Guck mal. Ja, Yuji. Erjos. Burek. Yuji? Gut, wir haben hier schon mal Leute. Alles klar. Ach ja, das ging ja nicht mit WASD. Okay. Yuji? So, du. Wir haben hier einen Burger. Mach das mal mit da rein. So, dann haben wir hier einmal Gold, einmal Holz. Und kann ich Felder bauen? Nee. Keine Felder, also muss ich jagen gehen. Okay. Da oben haben wir auch noch das und das. Okay, wir brauchen Mummelo. Wölfe, seid auf der Hut! Oh. Ure, Osto. Wo? Osmak, Yuji. Unsere tapferen Soldaten verteidigen uns gegen Wölfe, yeah. Osto. Osto. Okay. Da sind auch noch ein paar. Die machen wir vorsichtshalber mal weg. Osto. Muss ja nicht sein, dass die uns auch noch überfallen. Mark. Erschlost. Erschlost. Okay. Ach ja, da haben wir noch Bärenbüsche. Aha, aha. Gut, damit haben wir jetzt schon mal Essen. Und Holz und Gold. Wir brauchen für die Mummelonen. Okay, ach ja, komm, gib mal hier, 5 her. Wir müssen jetzt erstmal Ressourcen sammeln. Ich könnte aber mal noch ein paar Leute machen. Ja, Bevölkerungslimit. Bevölkerungslimit ist okay, bau mal ein Dorfzentrum, Herrenhaus. Ja, überhaupt nicht übertrieben, weißt du. Die ganze Zeit so kleine Mini-Häuser gebaut. Und jetzt das. Die riesen Klopse. Aber wenigstens sind die schnell gebaut.
Adjusto. Herr Siehst du mal, baust gleich noch eins. Wir müssen auf die Jagd gehen. Auf diesem gefrorenen Boden wächst nichts. Dir. Burek. Burek. So. Es los. Ja, wir müssen auf die Jagd gehen. Mark. Das ist ja das geringere Problem. Zack, suchen Sie die Himmelspforte. Wir müssen den Tempel aus meinem Traum finden. Osto. Dort finden wir Hilfe. Ich möchte natürlich eigentlich gerne jetzt wieder überall Mauern bauen, aber ich glaube am Anfang ist das noch nicht ganz so tragisch. Wir sammeln mal die Beeren. Beschloss. Mark. Du bist da. Eugene? Du machst auch Gold, ne? Ich glaube ja, das waren zwei dafür. Und der dritte macht dann Holz gleich. Osto. Nur für den Fall. Eugene. Bilde. Osto. Burek. Okay. Was ist das denn? Epora Frost! Ja, die Sprüche sind so gut. Einen Feuersiphon gesandt. UIAI. Tu ich Luft. Die lass mal gehen. Ich vermute mal ganz stark, wir müssen durch das Gebiet hier durch, also nehmen wir die einfach mal mit. Die lass mal gehen. So, wo hat er den denn hingeschickt? Da, denn. Nehmen wir den direkt nochmal mit. Ja, es ist wieder schön, sowas zu spielen. Wilde, haltet sie auf! Ja, ich bin doch schon dabei. Oh, shit. Shit. Ich hier nicht, das da suche ich. You see? Die lass mal gehen. Skopos? Eporofras! Ich wusste doch, ich hätte Türme bauen sollen. Beschluss. Nehmen wir jetzt hier so einen kleinen Trupp. Die wieder raus. Wer fehlt denn jetzt? Ich habe zweimal das. Ich habe einmal Essen verloren. Das ging ja noch. Skopos? Beschluss. So. Die lass mal gehen. Yuji! Nice, der spuckt Feuer. Das gefällt mir doch gut. Eugene. Der Wolf will Stress. Mark. Gut. Es los. Keine Ahnung, wo wir müssen. Dies ist der Tempel aus meiner Vision. Von dort aus können wir von hier entkommen. Sehr schön. Osto. Besiegen Sie die Barbaren, die die Himmelspforte bewachen. Mark. Ich habe tatsächlich noch nie die Titans-Kampagne gespielt, muss ich zugeben. Normale Kampagne schon. Burek. Aber die Titans-Kampagne noch gar nicht. Ich immer nur Custom-Games quasi gemacht mit den Titanen. Das war aber auch alles. Das ist also alles komplett neu für mich. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so dämlich an. Eugene. Die lass mal gehen. Hast du mal auf hier zu bauen? Was soll denn das? Eugene. Baut uns da so eine Mauer vor die Nase. Mark. Es los. Epora Frost. Die haben da irgendwo eine Kasse. Die lass mal gehen. Die haben doch vor allem. Epora Frost. Die lass mal gehen. Dann mach du das mal. Nee, das ist doof. Das hat doch ganz gut funktioniert. Jetzt macht man hier die Truppen weg. Das ist doch ein bisschen laut, oder? Skopos? Ich glaube, das ist besser so, oder? Ein bisschen die Lautstärke runtergedreht. Komm, räumt den ein. Alter, wie lange braucht ihr denn den einen Typ da umzulegen? Das ist ungewohnt. Ich habe jetzt das Mikrofon ein bisschen weiter weg vom Mund. Damit ich nicht so übersteuere, hoffentlich.
quartierten sie 5 Bürger in der Himmelspforte ein. Aber ich will immer noch irgendwie so noch keine so zum Mikro, dann übersteuere ich es. Deswegen. 5 Bürger, ab geht's. Sollt ihr auf dem Weg alles besiegt sein. Jetzt räumen wir hier mal auf. Ah ja, klar. Dieses Pathfinding hier ist auch ganz seltsam. Du schickst 6 Leute los zum gleichen Ziel. 2 gehen da oben lang, 2 gehen unten lang. Das ist schon seltsam. So. Ihr geht da jetzt mal rein. Hallo, Seth. Quartieren Sie die Einheiten aus der zweiten Himmelspforte aus und richten Sie ein Dorfzentrum. Zack. Und zack. Wir sind in einem überwucherten Gebiet, aber hübsch hier. Yeah! Wow! Das war jetzt... Okay, weiter. Nächstes Szenario. Sie sehen aus wie Atlanta? Seht nur! Ihr seid wahrlich gesegnet, Krios, dass euch ein solcher Ort gezeigt wurde. Die Götter sind Atlantis gnädig, aber nicht die Götter des Olymps. Was? Seht, das Symbol auf der Pforte, das uns hierher brachte. Das ist das Zeichen des Titanen Uranos. In der Nähe unserer Siedlung ist einer seiner Tempel. Daneben ist einer von Kronos. Die Zeichen sind eindeutig. Dies sind die Götter, die uns hierher führten. Ihre Tempel sind überwuchert. Wir sollten sie als Zeichen unserer Dankbarkeit wiederherstellen. Das dürfen wir nicht. Krios hat recht. Es ist Kastor, Sohn des Akanthos. Was hat Zeus für uns dort schon getan? Uranos hat uns zumindest hierher geführt. Wir sollten besser ihm huldigen, als ganz ohne Schutz zu sein. Schau, sie gehen in den Tempel des Uranos. Wir müssen sie aufhalten. Sofort! Lasst uns diese Tempel zurückerobern und Atlantis wieder aufbauen. Reparieren Sie die uralten Tempel des Uranos und des Kronos. Also Kronos. Wir haben gerade genug Rohstoffe zum Aufbau der Tempel. Danach müssen wir mehr sammeln. Jo, dann pass mal auf. Zack. Und kann ich jetzt Felder bauen? Nein. Angreifer! Okay, da hinten sind die. Zack, zack. Warum haben sie uns angegriffen? Frisch essen für, okay. Erstmal gucken, was haben wir denn hier? Druckwelle. Dieser göttliche Zauber wirbelt gegnerische Einheiten durch die Luft und betäubt sie kurzzeitig. Ich möchte mal kurz mich ein bisschen hier umgucken gehen. Da ist noch ein Dorfzentrum. Hier gibt es Bären. Da. Angriff der Griechen. Ja. Da könnte ich theoretisch einen Hafen bauen. Den juckt das halt gar nicht. Der kam gerade erst raus. Der ist so. Okay. Dann machst du auch Holz. Das brauchen wir. Ach, wir können einfach. Okay, pass mal auf, dann stellen wir doch mal 2 ab, die jetzt ganz gechillt die Tempel hier reparieren. Und wir gucken uns mal weiter um. Gucken mal, wo wir schön Mauern ziehen können. Ja, mit Mauern ist hier aber. Die Griechen greifen an! Ja, ich komme ja schon wieder. Wir bauen erstmal Türme, bevor wir Mauern bauen. So, komm schon. Hui, okay.
Das Problem, wenn ich hier in der Seite mit der Maus scrolle, ist, dass ich hier in den zweiten Bildschirm rüberkomme. Deswegen versuche ich das mal hier mit den Pfeiltasten zu machen. So, wir haben da einen. Der kann jetzt erstmal gerade ein paar Türme bauen. Burek. Mit Fort. Doch, einen Hafen kann ich bauen. Das ist ja ganz praktisch. Ich kann noch keine Türme bauen. Pass mal auf, dann pack doch mal da einfach mal einen Hafen hin. Ich bräuchte auch mehr Leute. Dieser elende Bär, ich wusste doch, dass der Ärger machen wird. Ja, aber passt. Allein einen Bär legen. Warum nicht? Osto. Osto. Yuji. Okay, da unten ist ein Lager. Okay, du hast das gebaut. Du reparierst hier und... Ach ja, du kannst immer noch keine... Pass auf, probieren doch erstmal hier. Fangen wir doch mal klein an. Essen haben wir auch noch nicht genug. Fischkutter. 1, 2, 3, 4 sind's. Ich werde mit den Einheiten noch nicht zu weit weggehen, damit die notfalls noch verteidigen können. Und jetzt, zack. Okay, was haben wir denn hier? Das ist natürlich jetzt neu. Okeanos. Anbetung des Okeanos. Titanengott des Wassers. Seine Weiterentwicklung helfen ihre Infanterie. Wir haben einen Kannivora, eine riesige, menschenfressende Pflanze. Mhm. Ein Diener, mythische Einheit, die verbündete Einheiten, besonders Schiffe heilt. Einheiten heilen finde ich immer gut. Kaladria, mythische Flugeinheit ohne Angriff, die verbündete heilt. Kann nur von Fernangriffszeiten eingegriffen werden. Heldenmut, also Prometheus natürlich, Titanengott der Voraussicht. Durch seine Weiterentwicklung können mehr Helden erschaffen werden. Auf reguläre Einheiten richten, um einige von ihnen in Helden zu verwandeln. Mhm. Lehmmenschen, die sich in zwei teilen, wenn sie getötet werden. Das ist natürlich auch nett. Ich glaube, ich möchte mal den hier nehmen, da wir sehr begrenzte Möglichkeiten aktuell haben. Noch zumindest will ich wenigstens, dass ich hier meine Leute heilen kann. Gut, das läuft. Du hast das gemacht. Pass auf, dann machst du jetzt mal einfach von hier. Wieso geht das da nicht rüber? Und da mal ein Tor rein und dann geht das nach da weiter und dann warte. Gut gemacht, Yuji. Errichten Sie eine Stadt und scheitern Sie zum klassischen Zeitalter voran. Ja. Die Angriffe kommen aus einer Schlucht, die zur anderen Seite der Insel führt. Die Griechen haben ein Lager dort. Ja, das Lager habe ich eben auch schon gesehen, zumindest Zeit von. Zerstören Sie die 4 Militärkasernen jenseits der Schlucht. So, ihr zwei seid fertig. Dann macht ihr hier mal mit Essen. Felder kann ich immer noch keine machen. Okay, du baust mal Türme. Türme finde ich immer gut. Ich verteidige mich gerne. Zack und zack und zack. Ach, der kann nur im Wasser sein. Okay, das heißt, ich müsste die dann da hinten hinbringen, aber ich kann ja diese Tempel nicht nutzen. Gut. Mach ich mir hier mal ein Tor rein, da mal ein Tor rein und zack. Da ist das Lager von denen. Yuji? Mehr Türme! Ich verlange mehr Türme! Bang! Skopos? So, du baust mir. Burek. Hä? Kann ich jetzt... Ich
ich kann keinen, keinen Tempel bauen. Das ist, ich kann aber die hier nicht benutzen.